Auf welchem Bild ist das Rechteck in Hälften geteilt? Also, du siehst hier vier Rechtecke, 1, 2, 3, 4 und du sollst herausfinden, auf welchem Bild das Rechteck in genau zwei gleich große Hälften geteilt ist. Da schauen wir uns mal gleich das erste an. Das hat hier einen Teil und hier noch einen Teil. Und tollerweise sind die gleich groß. Also haben wir hier schon die richtige Antwort. Hervorragend. Warum stimmt dieses Rechteck nicht? Das ist zwar geteilt in 1, 2 Teile, aber die Fläche in diesem Bereich ist sehr viel größer als in diesem Bereich. Warum stimmt dieses Rechteck nicht? Genau das gleiche, es ist zwei Teile, aber diese Fläche ist viel kleiner als diese Fläche, also nicht gleich groß. Und dieses Rechteck hat zwar eine Unterteilung in gleich große Stückchen, aber es sind nicht nur zwei, sondern 1, 2, 3. Also das wären hier Drittel, nicht Hälften. Schauen wir mal schnell, was uns der Smiley sagt. Der sagt, das ist richtig. Okay, machen wir doch gleich noch eine Aufgabe. Hier wird gefragt, auf welchem Bild ist das Rechteck in Hälften geteilt? Haben wir doch gerade gemacht, sagst du? Na gut, dann sag doch mal einfach, welche Antwort hier stimmt. So wie gerade eben, so schön einfach war es nicht, oder? Aber wenn wir uns dieses Rechteck hier genauer anschauen, schau mal, dieses Dreieck hier unterteilt und dieses Dreieck hier ist genau gleich groß. Es ist nur ein bisschen gekippt. Also ist das in dem Fall unsere Antwort. Wir haben zwei Hälften, auch wenn es jetzt nicht hier geteilt ist oder nur hier geteilt ist, was dann sehr offensichtlich wäre. Das geht auch, okay? Hier haben wir Drittel wieder, gleich große Teile, aber drei, das wollten wir nicht, wir wollen Hälften. Hier haben wir drei Teile, die sind aber nicht gleich groß, also können wir das ganz vergessen. Und hier haben wir auch schön Drittel, aber wie gesagt, wir wollten ja Hälften. Sagt uns der Smiley, dass wir richtig gemacht haben, wundervoll. Weil es so schön ist, machen wir doch mal eine Aufgabe mit Kreisen. Auf welchem Bild ist der Kreis in zwei gleich große Hälften geteilt? Okay. Da sagst du, das erste ist ein schöner Kreis und wenn du das mit deinem Bruder, deiner Schwester teilen sollst oder mit deinem besten Freund, ist der Keks doch genau in der Mitte schön geteilt. Das heißt, hier haben wir zwei gleich große Hälften. Hier wäre der Keks ungleich geteilt, stimmt's? Weil da kriegt einer ein kleineres Stück und der andere ein größeres und das ist ja unfair, das wollen wir nicht. Das sind zwar gleich große Stückchen, aber Drittel. Wir wollten Hälften haben. Und dieser Kreis, naja, da isst du den Keks alleine, da hast du überhaupt nichts geteilt. Okay, jetzt kommen noch zwei Aufgaben und zwar machen wir jetzt Viertel, also vier gleich große Stückchen. Auf welchem Bild ist das Rechteck in Viertel geteilt? Hier zählen wir mal, wie viele Teile, 1, 2, 3, sorry, nur 3, nicht 4. Hier haben wir 1, 2, das sind Hälften, keine Viertel. Hier haben wir 1, 2, wunderschöne Hälften, aber keine Viertel. Also bleibt das letzte, 1, 2, 3, 4, vier Teile, alle gleich groß, wundervoll. Und weil es so schön war, machen wir es noch eins mit Vierteln und Kreisen. Und zwar dieses, welche der Bilder teilt den Kreis in Viertel? Na schau mal hier, das ist ja schon perfekt. Die erste Antwort ist schon wieder die richtige. Hier haben wir zwar vier Teile, sind aber unterschiedlich groß, dürfen wir nicht nehmen. Hier haben wir Hälften, ganz toll. Und hier haben wir Drittel, aber gefragt war nach Vierteln. Und damit entlasse ich dich in die nächste Übung.